Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner und willkommen zurück zur Folge 2, wie bauen wir unser Doppelgleis. In der ersten Folge habt ihr ja gesehen, wie wir den vorderen Bereich neu gemacht haben. Heute ist der obere Bereich dran. Wir heben hier die Erde raus und die ersten Segmente werden verlegt. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Und los geht es mit dem ersten Erdaushub und die ersten Gleisverlegungen. Schon wieder eine Gartenbahnerkröte.
Und kleiner Zwischenstand. Hier kommt jetzt noch ein weiteres Stück Gerade rein, damit ich erst einmal meine Hauptstrecke wieder schließen kann. Und der Rest, das Parallelgleis, wird gleich weitergemacht. Und dort, wo die Segmente noch nicht genau passen, dort wird wieder die Säge angesetzt. Und nun noch der letzte Schnitt. Hier bei der schwarzen Linie kommt der Schnitt, damit das Gleis in dieses Gleis reinführen kann. Oh je. Jetzt ist er schief. Ja, jetzt ist er gerade. Und jetzt muss ich mich auch noch beeilen, weil jetzt wollen wir noch die Probefahrt der neuen Strecke machen. Weil hier wartet schon der Zug, aber ich muss hier hinten noch das letzte Stück Schiene reinlegen. Und dann habe ich die bisherige Außenstrecke etwas nach innen verlegt und so kann ich mir jetzt Zeit nehmen für die neue Außenstrecke. Wie gesagt, diese Strecke wird jetzt unser neuer Innenkreis, da jetzt bis hier hinter geht. Hier kommt jetzt noch überall das Doppelgleis rein. Das kommt jetzt auch noch weg. Hier runter zu liegen schon die neuen Gleise und natürlich ein Neubau der Brücke. Das wird auch noch ein Projekt. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge, Folge 2 von dem Neubau des Doppelgleises. In Folge 3 geht es auch hier wieder weiter und wir beenden die Gleisverlegung hier im vorderen Bereich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.